geben sie im Grunde nur Punkte und wenn man alle gefunden hat, ändert sich der Abspann ganz leicht. Also hier verschwindet dann einfach nur auf einem Bild eine Schmutzwolke oben. Das werdet ihr dann ja nachher sehen. Also Sonic ist ein Grüner und kämpft gegen Smog. Genau. Ich kann ja, ouch, kann ja hier mal was zeigen. Moment, vorher mache ich aber mal ein Save State. So. Natürlich ein Save State auf der Originalkonsole. Ne? Ganz wichtig. Stopp Hm? kurz. Ah. Was? Okay. Ja, nur Du warst bei mir Quality-Options. gerade weg. Ja, ich hatte Push to Talk nicht gedrückt, eben ganz kurz. Nee, du hast die Quality-Options bekommen. Ach so. Ah, okay. So, und zwar kann man hier, ähnlich wie im ersten Level. Wow, das hat gut geklappt eben. Ich hätte vielleicht zum Schluss nochmal springen sollen. Ja, hier kann man halt auch ziemlich schnell durchkommen an der Stelle, so wie ich das eben gezeigt habe. Allerdings ist das sehr unberechenbar. Manchmal passiert es, dass man so weit springt, dass man direkt im Wasser landet. Manchmal spart man da praktisch gar keine Zeit, weil man so einen kurzen Sprung nur hat. Also es ist sehr schwer, da wirklich Zeit zu sparen. Dreh die Bitrate hoch. Ja, das macht meine Internetleitung leider nicht mit. Also da. Dreh den Swag auf. Genau. Autsch. Dreh den Speedrunner in dir auf. Genau. Sonic ist ja so an sich ein Mario-Klon, kann man ja mal sagen, so ganz Naja, blöd es gesagt. ist ein Jump'n'Run, also Ein als. typisches Jump'n'Run, ja. Aber es bietet sich ja wirklich sehr für Speedruns an. Ist das Naja. tatsächlich damals schon so gewollt gewesen, oder? Naja, es ist natürlich nicht im Sinne von Speedruns damals erstellt worden, aber man hat sich halt sehr stark auf die Geschwindigkeit fokussiert, um sich so von Mario ein bisschen abzuheben und was Eigenes zu schaffen quasi. Naja, wenn man mal so zurückdenkt, zum Beispiel bei Metroid, da wird ja auch am Ende dir die Zeit gegeben, die du gebraucht hast. Und dadurch hast du ja auch immer wieder diesen Willen, diese Zeit zu schlagen. Genau. Also es sind schon in gewisser Weise Anfänge von Speedruns, aber halt in dem Sinne noch nicht offiziell als sowas bezeichnet. Einfach weil es den Begriff Speedruns zu der Zeit noch gar nicht gab. Das kam ja erst später mit Quake und. Oh, hoppla, das war knapp. Und ja, Doom und dergleichen auf. Also mit den. Ich hole mal das Leben, sicherheitshalber. Also mit den ganzen 3D-Shootern, mit den ersten. Und man kann man also quasi sagen, dass ein Sega Mega Drive im Master System und quasi im NES so die Kinderschuhe des Speedruns stecken. Man kann es in gewisser Weise sagen, ja. Also gerade halt bei den Spielen, die wir jetzt schon genannt hatten. Also Metroid, Sonic natürlich und so ein paar andere gab es ja auch schon zu der Zeit. Mario wird es sicherlich auch schon einige Leute gegeben haben, die da sowas in die Richtung Speedruns gemacht haben. Dann weiß ich jetzt, warum Unyu das damals gespielt hat. Unyu hat das nicht gespielt, Unyu hat das geruled. Ganz wichtiger Unterschied. So, ich hole mir auch mal das Leben zur Sicherheit. Ah, okay. Hoch da. Ja, die Steuerung unter Wasser, ich meine, man kann es erahnen, wenn man es sieht, aber man merkt das, man spürt das halt selber nicht, aber die ist extrem zäh, was wir auch im nächsten Level gleich sehen werden. Und sehr unangenehm auf alle Fälle. Oh Gott. Zweimal nicht getroffen, wow. Das hier ist meiner Meinung nach der ekelhafteste, oder so ziemlich der ekelhafteste Boss im Spiel. Genau deswegen. Weil auch diese, wenn die Kugeln da explodiert sind, hinterlassen die immer noch so eine komische, ja, Staubwolke, Rauchwolke, was auch immer. Und selbst die kann einen dann noch töten. Da man in den Bossleveln, so wie man das, wie ihr das vielleicht schon gesehen habt, da man in den Bossleveln keinerlei Ringe bekommt, ist man natürlich, ouch, sehr anfällig. Death Counter 7 übrigens. Das Death Counter 8. Ah, wir sind sogar schon bei 8. Ja. Oder hattet ihr den zweiten Tod eben schon bei Robotnik? Nee, der kam jetzt gerade. Ach Den so, habe ich jetzt gerade ah, gedroht. okay. Okay, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, kann ich gleich wieder von vorne anfangen. Wie gesagt, also ich Ist das ja finde. ein Trail? Genau. Ich finde, so als Speedrun ist Sonic tatsächlich ziemlich schwer, weil man halt.
teilweise sehr pixelgenaue Sprünge dabei hat. Und wenn man da wirklich in Richtung Weltrekordzeit gehen will, muss man halt sehr viele Risiken eingehen. Die Weltrekordzeit, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, liegt übrigens bei 18 Minuten. Für... Oh, das war knapp. Dieser Sprung... Moment, ich hab's ja jetzt nicht so eilig. Aber dieser Sprung, den ich da eben gemacht habe, der kann einem auch nochmal zum Verhängnis werden. Dadurch, dass es da so leicht bergauf geht auf der Ranke, nimmt er die Sprungtaste öfter mal nicht an. So. Jetzt kommt das meiner Meinung nach schwerste Level im ganzen Spiel. Unterwasserlevel. Ich meine, ich denke mal, ihr werdet mit Unterwasserleveln jetzt auch schon einige schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, die Erfahrung habe ich schon etwas gemacht bei Sonic. Ah, okay. Also die Wenn Steuerung ist echt nicht witzig. Wenn ich das richtig sehe, haben wir allerdings bloß ein Beat the Game auf dem Master-System für 18 Minuten. Ein All Kairos Emeralds Runs gibt es nicht, glaube ich. Okay. Weil das wundert mich. Korrigiert mich bitte, wenn ich was übersehen sollte gerade. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es ein... So, hier kann man natürlich auch ein bisschen Damage-Boost machen an der Stelle. Ne, was ich sagen wollte, es wird auf Garantie ein All Chaos Emeralds Run geben. So, ich muss mal kurz warten, bisschen Luft. Ich habe keinen Ring mehr, ne? Oh nein. Okay. Weil eigentlich hätte ich jetzt an dieser Stelle hier einen Damage Boost gemacht. Aber dadurch, dass ich keine Ringe mehr habe, würde mich jetzt ein Treffer töten. Okay, also das war eigentlich dumm, dass ich da vorher schon den Boost gemacht habe. Wow. Okay, also als Speedrun hätte ich jetzt schon lange versagt, muss man dazu sagen. Mit Versagen kennst du dich ja aus. Ja, genau. So, ich probiere hier mal kurz was aus. Und zwar gibt es hier einen Trick. Okay, hat nicht funktioniert. Ja. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie es funktioniert. Ich glaube, da muss man im richtigen Moment springen. Aber da wird man dann... Ja, da... Boah, okay. Da war es aber eben schon. Auf die Art wird man ganz nach oben geschleudert. Ah, jetzt habe ich das auch gesehen. Ah, okay. Ich probiere es mal noch einmal. Wenigstens gelingen dir die Glitches immer noch besser als Xone eben. Ja, genau. Okay. Habe ich leider nicht gesehen, muss ich zugeben, weil ich ja hier mit den Einstellungen noch zu kämpfen hatte. Da warst du ja lieber salty. Genau. Und da war ich richtig salty. Ja, ich muss mich mal genau informieren, wie das, übrigens, wenn man auf den Schalter tritt, wird hier aus diesem dringenden Leben. So ganz nebenbei mal. Ich muss mich mal genau informieren, wie dieser Trick da funktioniert mit dem Hochschleudern. Es hat ja so einigermaßen schon funktioniert eben. Nur, dass ich halt nicht bis ganz nach oben gekommen bin. Wäre es jetzt eigentlich fies zu sagen, Kommando rauchen? für mich ja. Nein, was mache ich denn? Und you? Ich bin dabei. Ich auch. Du musst dir das verdienen. Aha. Death Counter sind wir jetzt bei 9, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube ja. Also eben war ja nochmal ein Tod. Oh, nee, da geht's gar nicht lang. Scheiße. Ja, mir fehlt gerade in den letzten Leveln hier ein bisschen noch die Übung. Also auch was die... Vielen Dank, Fangender Igel. Wofür vielen Dank? Ich guck gerade. Erzählt mit dem Death Counter. Ja. Achso, ah, okay. Ne, dafür danke ich jetzt mal nicht. Autsch. Thunder Eagle, du hast nichts gesehen. Oh, das ist heute ein sehr lustiger Tag.
Irgendwie ja, läuft's nicht. Genau so, das. Hast du schon technische Probleme und jetzt kommt Beni. Könnt ihr mir mal Bescheid sagen, wenn der wieder online ist? Du bist wieder online. Ah, okay, online. Gut. Alles klar. Ja, genau dasselbe hatte ich. Das war doch gestern sogar ungefähr zur selben Zeit, ne? Die Disconnect. Ja, stimmt. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ja, die Technik ist nicht mit uns. Xono sagt das schon. Aber sowas ist ja für den Chat hoffentlich ein bisschen unterhaltsam. Oder auch wenn nicht. Wenn der Stream abkackt. Okay, die ja, Technik. Gut. Wenn der Stream abkackt, ist natürlich doof, aber. So grundsätzlich. Ah, nein, ich wollte eigentlich einen Damage Boost machen. Oh Mann! An solchen Stellen muss ich dann immer gucken, ob sich da ein Damage Boost lohnt. Weil sonst passiert wieder sowas wie vorhin. Wo ich dann, Moment. Ich hasse diese Stelle hier. Irgendwie. Ja, okay. Wenn ich, dass ich da irgendwo mal wieder einen Damage Boost mache und dann später halt warten muss stattdessen. So, hier ist wieder das. Ich probier's nochmal. Naja, okay. Ich weiß nicht genau, wie man es hinbekommt. Aber in der Theorie sieht man ja schon. Oh, nein, ich wollte ja eigentlich ein und so. In der Theorie sieht man ja schon, was da passiert. Bei diesen Plattformen. Nein. Ja, oh Mann. Oh Mann, ich stelle mich richtig doof an gerade. Bist du aufgeregt, weil du live bist? Nö, das eigentlich nicht. Dieses unverwundbare Ding ist ziemlich wichtig, um an den nächsten Chaos Emerald zu kommen. Ach Mann, scheiße, da muss man sich aber ein bisschen beeilen. Und springen. So. Okay. Das wird jetzt verdammt knapp. Okay. Da unten ist er nämlich drin. Moment, ich hatte da mal was gesehen. Ich hoffe mal, das klappt jetzt auch. Okay. Verdammt. Ich glaube, ich bin Game Over, oder? Ja. Ey, ich bin Game Over. Wow. Ist nicht so schön. Du hast ja noch fast 2 Stunden. Nee, ich hatte noch ein Continue. Das ist der Vorteil von diesem Bonus-Level. Da kann man nämlich Continue sammeln. Also war ganz gut, dass ich davon versehentlich in das eine reingekommen bin. Alles ausreden. Genau. Aber wirklich. Gut, probieren wir es einfach nochmal. Aber komischerweise passiert das irgendwie nie, dass ich bei diesem Chaos Emerald eben so eine Probleme habe, den einzusammeln. Komm, Luftblase. Wer schon mal eins von den alten Sonics gespielt hat, der weiß, wie panisch man hier werden kann bei diesem Counter. Vor allem wenn, hallo, keine Luftblase kommt. Geht doch. Ich kann ja mal. Moment, erstmal die Luftblase einsammeln. Ich kann ja mal bei der Gelegenheit den Chat fragen, was eure ersten Spiele gewesen sind. Weil das passt ja ganz gut zum Thema Sonic. Weil das halt für mich das erste Spiel war, das ich besessen habe. Es war sicherlich für viele sogar eines der ersten. Ja, für die Älteren auf alle Fälle, denke ich mal. Außer für Xone, der hat wahrscheinlich Abenteuer auf Ponyhof oder so gespielt. Aber sehr erfolgreich. Nein, nein. Auf 100%, Xone-Prozent. Xone-Prozent, genau. Ja, so in etwa. Alex Kidd auf Mega Drive, okay. Das ist eher selten, weil die Alex Kidd-Spiele sind ja auf Master System wirklich beliebt und bekannt gewesen. Und ich gucke auch gleich nochmal in den Chat rein. Mein erstes Spiel, was ich besessen habe, war Metroid für den SNES. Ah, okay. Mein erstes Spiel, was ich tatsächlich besessen habe, war, glaube ich, für den Game Boy, den ersten Asterix und Obelix. Ah, okay. Ansonsten hatte immer bloß mein Bruder die Konsolen. Okay. Weil das waren ja nicht meine. Ah, okay. Ich gucke auch gerade, Pokémon Rot sehe ich hier, Pokémon Blau.
Contra, ja, ist auch ein schönes Spiel, das ich mal durchgespielt habe, war Contra, okay. Das ist schon eine Leistung. Das ist ja kein einfaches Spiel gewesen. Und Wario Land 2. Ja. Och, auch ein schönes Spiel. Ich mach mal hier ganz kurz einen Safe State, weil ich mal versuchen will, den Boss schnell zu besiegen. Beziehungsweise eigentlich hätte ich auch direkt vor dem Boss den Safe State machen können. Mega Man 2. Ich wette, Ryu tut dir nachher. So. Ich wette, Ryu tut dir nachher ganz fürchterlich weh. Wieso? Ja. Ah, durch deinen Internetausfall, den du gerade hattest, haben wir die Source-Button verloren. Echt? Schädlich. Oh. Ja. Ja, gut, aber ich kann ja nichts dafür. Hm. Oh, ja, hey. Scheiße, aber auf der falschen Seite natürlich. Hm. Toll, habe ich jetzt das heißt nicht. Counter. Hm. Aber da habe ich jetzt nicht wirklich Zeit gewonnen. Ich probiere das nochmal. Und zwar drauf landen und danach links rüber. Ja, hey, das hat funktioniert diesmal. So, und im richtigen Moment hochspringen. Ne. Ich hätte ihn jetzt noch ein drittes Mal treffen können, eventuell, aber es ist halt sehr riskant. Das war ein Fehler, ja. Buffert der Stream gerade nur bei mir? Nee, bei mir nicht. Okay. Okay, dann habe ich gerade ein paar Probleme mit Internet anscheinend. Oh, okay. Aber ich glaube, ich lags. Die Lags habe ich auch. Okay. Ah, das ist scheiße. Ja, es ist definitiv nicht der Tag der Technik. Hm. Ich mach den Boss jetzt mal auf die klassische Methode. Er braucht eine bessere Leitung. Ja, die brauche ich sowieso, aber da helfen auch Spenden nichts. Es sei denn, es sind so viele Spenden, dass ich hier eine eigene Leitung legen kann. Aber das bezweifle ich dann doch. Oder ziehst du einfach nach Berlin. Oder ja. So, ja, genau. Auch ich habe meinen Stolz, ja. Oder du kommst einfach zu mir. Ich habe eine schöne Leitung. Ja, stimmt, du hast auch eine gute Leitung. Ich hoffe mal, bei der Sache mit der Amtsverwaltung kommt da noch was raus. Sprich, dass hier tatsächlich die Leitung noch ausgebaut wird. Weil, ich meine, der Download ist ja in Ordnung. Das reicht ja, aber man merkt es gerade beim Stream, im Upload, das ist definitiv zu wenig. Ich mag übrigens Melodie in dem Level hier. Die hören wir gerade nicht. Ja. Ne? Achso, ihr habt ja den Sound sicherlich aus. Sonst würdet ihr mich ja doppelt hören, ne? Ja. Oder euch selber ja auch. Genau. Ja, könnt ihr euch ja nur später mal angucken. Oder selber mal spielen. Wenn du nicht nach Berlin ziehen willst, könntest du auch nach Potsdam ziehen. Dann wärst du hier nah dran. Plus du hättest eine 200k-Leitung. Oh. Okay. Nee, wenn ich umziehe, dann nicht wegen der Internetleitung. Klar. Was willst du sonst? Im nächsten Level, Moment, ich drehe mir mal, oder ich mache mir mal doch schnell eine Zigarette fertig nebenbei. Na, rauchen ist ungesund, sowas machen wir hier nicht. Genau. Winnie, please get Internet. Ja, 50-50 Leitung, ja, Unio. Ja. Ich beneide darauf, ich geb's zu. Oh, ich war ganz kurz weg eben, ne? Ich habe den Push-to-Talk-Button losgelassen. So, ich mache mir mal ganz kurz eine Zigarette fertig dann. Schäme dich. Sowas geht wirklich nie im Stream rauchen und alles. Ja. Ja, ich weiß. Also für mich ist die Leitung mit der Hauptfaktor beim Umziehen, ja. Für mich tatsächlich auch, muss ich zugeben. Ich würde sagen, ist heutzutage eigentlich zum Standard von uns geworden. Ja, finde ich auch. Mein gewisses Internet sollte man dir heute bieten können, weil du brauchst es ja heutzutage tatsächlich für alles. Ich meine, selbst ein stinknormaler Fernseher läuft heutzutage mit Internet. Ja. Also, man kann schon sagen, es ist wirklich schon so ein Lebensstandard geworden. Ja. So, ich mach mal weiter im Spiel nebenbei, ne? das Level ist sehr interessant, weil sich die Route hier, oh, Moment, extrem unterscheidet zwischen Any% und 100%. Ich mach gleich mal an der Stelle einen Safe State und zeig mal dann die Any% Route.
und erkläre dann natürlich auch ein bisschen was dazu. Ich hasse diese Fließbindungs. Die kleinen Tore, die du immer durchstreitest, erinnern mich ein bisschen an Mega Man gerade. Oh, okay. Stimmt, jetzt wo du sagst. So, hier mache ich den Save State. Und zwar, ich erkläre mal den eigentlichen Weg. Und zwar soll man eigentlich hier hochgehen. Und hoch und immer hoch. Lauf. Dann hier rüber und nochmal rüber und. Nein, ouch, nicht da reinspringen. So. Und hier soll man eigentlich hoch. Hier durch. So, und hier ist jetzt die entscheidende Stelle. Ich springe erstmal über den Schalter rüber. Und zwar muss man hinter dieses Tor. Wenn man auf den Schalter tritt, geht die Tür auf, aber die hier vorne geht zu. Und jetzt müsste man müsste quasi hochlaufen, einmal auf den Schalter treten, sodass die hintere Tür offen ist. Da, Moment, ich kann das ja mal kurz zeigen. Da oben ist ein Teleporter. Hier. Also ein Teleporter-Ausgang. So, also man geht auf den Schalter. Ach, Mann. So. Rennt jetzt zurück. Stirbt dabei nach Möglichkeit nicht. Oh, nein, ich bin nicht gestorben, keine Sorge. Es war nur ziemlich knapp eben. So, und geht dann hier runter. So, ich roll mal. Genau. Auch immer rollen. So, ich gehe mal den Speed im Spiel rein. Ich gehe mal den sicheren Weg hier. Es gibt da noch eine Methode, die probiere ich auch gleich mal. Aber erstmal gehe ich den normalen Weg. So, war das hier jetzt schon? Nee. Ja, nochmal einmal runter. Ich zähle nicht mehr. Oh. So, und zwar dann hier rüberspringen und in diesen Teleporter rein. Du hast ein Schweinchen getötet! Ja, ich weiß. Schäme dich. So, und dann kommt man aus dem Teleporter raus und kann diesmal nach links gehen. Das ist der eigentlich... Du hast noch ein Schweinchen getötet. Ja, ich weiß. Das ist der eigentlich beabsichtigte Weg. So, ich mache jetzt mal ein Save... Also ich lade ein Save State mal. In einem Any% Speedrun geht man sofort nach unten. Also stellt die Tür nicht um. Immer weiter nach unten. Gut, im Any% würde man das jetzt auch ein bisschen anders machen an der Stelle. Da würde man sich nämlich hier direkt runterfallen lassen, aber das ist mir zu unsicher. Da springe ich regelmäßig daneben. Und so können wir die Zeit ja noch ein bisschen strecken. Und nächstes Schweinchen getötet. Schon wieder ein Schweinchen getötet. Ich weiß, das mache ich gerne. Lass das! So. Mach jetzt einen Pazifisten-Run draus. Genau. Ja. Oder im Vegetarier-Run. Ganz kurz mal. Also jetzt bin ich wieder ganz normal aus dem Teleporter raus, aber ich hatte ja diesmal die Tür nicht umgestellt. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich da nicht rauskomme. Ich gehe auf den Schalter. Und jetzt lasse ich mich töten. Lup. Und so. Also zählt der Tod auch für den Death-Counter? Der zählt nicht. Und jetzt startet man nämlich hier.